Ja, bitte? Maria, es geht los. Schon jetzt? Okay, ich beeile mich. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Maria, ich bin Deutschlehrerin und dein Sprachcoach. Genau, dein Sprachcoach. Ich bin total aufgeregt. Heute findet mein Team-Event statt. Alle Mitarbeiter sind extra nach München gekommen und ich bin schon total gespannt, was mich heute erwartet. In diesem Video siehst du, wie es hinter den Kulissen von deinem Sprachcoach aussieht. Und schau es dir unbedingt bis zum Ende an, denn am Ende verrate ich dir, wer mein Lieblingsteammitglied ist. Also, los geht's! Also ihr Lieben, herzlich willkommen bei unserem Team-Event. Ich freue mich riesig, euch alle zu sehen. Viele von euch kenne ich schon, aber einige habe ich erst heute kennengelernt. Und danke schon mal für eure Zeit, dass ihr da seid und danke, dass es euch gibt. Dank euch kann ich zumindest ein bisschen schlafen, essen und so weiter. Danke für alles und heute ist es wirklich super entspannt. Das Wichtigste ist, dass wir einfach mal alle zusammenkommen. Wir haben zwar so ein kleines Programm für heute, aber nichts, wo man sich anstrengen muss. Wir werden gemeinsam ein bisschen brainstormen, uns besser kennenlernen. Mir geht es einfach nur darum, dass wir uns alle mal gesehen haben und uns alle angefasst haben. Dass wir alle echt sind und dass ihr auch seht, wie viele Mikroteams es gibt und ja, wer was macht. Ich freue mich auf heute. Also, wir starten wahrscheinlich mit unserer Agenda. Das machen wir heute. Wir hatten gerade ein Welcome Coffee. Ich hoffe, ihr habt alle was zu essen, zu trinken geholt. Wir machen jetzt eine kleine Kennenlernrunde. Danach gibt es eine Präsentation zu unseren Ergebnissen und auch Zielen für die Zukunft. Was haben wir alles vor? Was machen wir in den kommenden Jahren oder jetzt nächstes Jahr? Dann starten wir mit der ersten Brainstorming-Runde. Ich sage euch Bescheid, worum es geht. Aber wenn wir schon so viele tolle Gehirne da haben, dann wäre es super, ein paar Ideen zu sammeln. Dann haben wir eine Kaffeepause. Wenn sich das ein bisschen verschiebt, ist es nicht schlimm. So ungefähr machen wir das in der Reihenfolge. Irgendwo dazwischen machen wir noch ein kleines Fotoshooting. Ihr habt solche T-Shirts wie ich, dass wir uns dann nachher umziehen und danach werden wir weiter ein bisschen brainstormen, dann uns ein bisschen ausruhen, Kaffee trinken. Ich würde sagen, so um 19 Uhr ungefähr machen wir hier Schluss und jeder geht dann aufs Zimmer oder die Mädels, die heute nicht hier übernachten, ihr könnt auch zu mir aufs Zimmer kommen. Und um 19.30 Uhr geht es einfach ums Eck. Wir gehen dann essen. Es ist in diesem Gebäude ein super schönes Restaurant. Da waren wir letztes Jahr und es hat auch gut geschmeckt. Wir haben dann ein 3-Gänge-Menü und ich freue mich. Ich würde sagen, wir starten mit einer kurzen Kennenlernrunde. Und zwar würde ich sagen, dass wir uns alle vorstellen und jeder von euch sagt, was man für seine Bucketlist hat fürs Leben. Also eine Sache, die man in seinem Leben machen oder erreichen möchte. Was steht bei euch auf der Bucketlist? Ganz oben, oder? Ich heiße Maria. Und dieses Jahr, am 25. August, sind es 6 Jahre, seit ich quasi mit deinem Sprachcoach angefangen habe. Es vergeht so schnell und ja, bin die Mama von deinem Sprachcoach. Auf meine Bucketlist, ich hätte sehr gern eine eigene kleine Sauna, damit ich mich entspannen kann und meine Maske machen kann. Peace, Daumen. Kreativ sein. Game Science. Game Science. Okay, fast. Okay. Next one. Smiling. Aha, hihi. Sehr gut. Iggy. Tiergeräusche. Schule macht mal Tiergeräusche. Ja, wow. Es wäre schön,
schön, wenn jeder von euch mal bei euren Kolleginnen einfach was Schönes schreibt, sodass jeder am Ende des Tages nach Hause geht und einfach mal eine schöne Karte hat mit vielen guten Worten. Einfach mal, dass ihr nachher schaut und bei den anderen was Nettes oder Lustiges draufschreibt. In irgendeiner Pause, ganz entspannt. Alles, was ihr loswerden wollt, dürft ihr gern schreiben. Und wir fangen jetzt mit der ersten Brainstorming-Runde an, solange wir noch mehr oder weniger frisch sind. Zwei Aufgaben und dann könnt ihr eure Gedanken schreiben. Ich hatte mal selbst einen Schüler damals in meinem Integrationskurs, der zu Kick gegangen ist und er wollte ein Kissen kaufen. Dann geht zu einer Verkäuferin und sagt, ich brauche Küssen. Und dann meint sie, wie bitte? Ich brauche Küssen. Und sie hat zum Glück mit Humor reagiert und hat gemeint, jeder braucht es. Okay, dann könnt ihr loslegen. Um den Bus fahren. Und ich dachte, für Herrencreme. Kennt ihr das? Ja, ja. Wir machen gerade eine kleine Gruppenarbeit. Die Mädels sammeln im Moment Ideen. Sie haben immer die besten Ideen und ich bin schon total gespannt, was dabei rauskommt. Zu meiner Mutter so, heute gibt es bei uns Einlauf. Das hat mir ein Video gezeigt, auf was es gemacht hat. Und ich war so, okay, dann kann ich das jetzt erst nicht. Keine Kinder auf dem Weg. Also ich habe eine Sache, die man, glaube ich, wirklich für den Panel nehmen kann. Und das checken die dann nicht und dann sagen die immer, ich bin in meinem Hause oder ich geh zu meinem Hause. Nein, das sagt man so nicht. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, dass ich mich irgendwie in so einem Hamsterrad drehe und vielleicht die Sachen nicht sehe, die es sonst noch gibt. Daher bin ich super dankbar für eure Ideen, falls ihr etwas habt. Das Ziel ist jetzt nicht unbedingt irgendwie ein fertiges Skript zu schreiben, aber vielleicht bringt ihr mich auf irgendeine Idee, okay, in die Richtung könnte ich auch denken. Alles ist wertvoll, was euch einfällt. Also nicht unbedingt auch ein fertiges Skript. Falls wir jetzt am Ende mit ein paar fertigen Skripten rauskommen, bin ich natürlich super happy. Ich hätte auch gemeint, er hat es gar nicht erklärt, er hat es einfach nur korrigiert, wie es korrekt heißt. Idealerweise ein Wort und je größer der Sprung von C1 zu C2, desto witziger. Und es müssen Alltagssituationen sein. Reinstellt. Reinsteckt. Ja, das ist auch noch versteckt. Ja, Deutsche sagen das. Deutsche im Urlaub und also wirklich, man muss so irgendwie zu wandern. Also viele Aktivitäten werden erholt. Oder vielleicht trinken bitte alles, was gleich ist. Cool wäre auch vielleicht so mit den Händen. Jetzt gehen wir was essen. Ich bin schon so voll, aber es schmeckt super lecker. Okay Leute, es war schön, aber ich bin auch schon müde und es ist sehr spät. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Gute Nacht! Ja, und wer ist mein Lieblingsteammitglied? Ich liebe alle gleich.